Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe von Geschichte im Nordwesten, der letzten für dieses Jahr. Von einer Figur war in Oldenburg in den letzten Monaten viel die Rede, Graf Anton Günther. Zwei Studenten der Uni Oldenburg haben sich näher mit der historischen Figur befasst und vor allem mit dem historischen Mythos, der sie umgibt. Graf Anton Günther. Häuser, Schulen und Straßen tragen seinen Namen. Er kann in Form von Abbildungen auf Souvenirs, als Wandgemälde oder auch als Statue bewundert werden und selbst den jährlichen Kramermarkt führt der Graf bis heute an. Anton Günther scheint im Oldenburger Stadtbild allgegenwärtig. Aber wie ist es zu erklären, dass ein landesherrlicher Fürst wie Graf Anton Günther auch mehr als 300 Jahre nach seinem Tode noch eine derartige Präsenz in der Stadt hat? Am 10. November des Jahres 1583 erblickt Anton Günther als sechstes Kind und einziger überlebender Sohn des Grafen Johann des Siebten das Licht der Welt. Ab 1590 genießt er gemeinsam mit seiner Schwester ersten Unterricht durch die Oldenburger Lateinschule. Im Alter von 17 Jahren beginnt er eine Ausbildung nach den Ritteridealen seines Standes in Kassel. Im November des Jahres 1603 verstirbt Johann der Siebte und Anton Günther übernimmt, zunächst unter der Vormundschaft des dänischen Königs, die Regierung des Landes. Anton Günther hat zum Zeitpunkt seines Amtsantritts die Volljährigkeit noch nicht erreicht. In den folgenden Jahren bestreitet der Graf mehrere Reisen an die bedeutendsten Höfe des Reiches, sowie nach Paris und London, um im Anschluss an seine Rückkehr mit dem Umbau der mittelalterlichen Wasserburg zu einem repräsentativen Stadtschloss zu beginnen. Im Sommer 1615 vollendet Graf Anton Günther das Projekt seines Vaters, den Deichbau. Durch die Fertigstellung des Ellenser Damms entsteht eine feste Landverbindung nach Jever. 8 Jahre später gelingt es Anton Günther, das Zollprivileg für den Weserzoll zu erlangen. Dieses Privileg geht mit großen Einkünften einher. Dieses Ziel hatte bereits sein Großvater Anton I. angestrebt. Während der Zeit des Dreißigjährigen Krieges schafft Anton Günther etwas, das seine Wahrnehmung in späteren Jahrhunderten maßgeblich beeinflussen soll. Durch geschicktes Verhandeln gelingt es ihm, Oldenburg vor den Schrecken des Dreißigjährigen Krieges zu bewahren. Was der Dreißigjährige Krieg für Folgen für ihn und sein Volk hätte, war dem Grafen klar. Besetzung im Dreißigjährigen Kriege, das bedeutete Ausplünderung, das bedeutete also zumindest vorübergehende Vernichtung der wirtschaftlichen Ressourcen und daran war er nun überhaupt nicht interessiert. Der wohl entscheidende Schritt zur Bewahrung Oldenburgs vor dem Kriege gelingt ihm 1623, als er den Feldherrn Graf von Tilly und seine Truppen zum Abmarsch bewegen kann. Diese Bewahrung Oldenburgs vor dem Krieg scheint jedoch nicht ausschließlich einen Akt der Liebe zu seinem Volk darzustellen, sondern vor allem ging der bewahrte Frieden mit ökonomischen Vorteilen einher. Also selbstlos war seine Politik nun ganz sicher nicht. Sie ging einfach darum, für sich und sein Haus und in gewisser Weise dann eben auch für die Bevölkerung die Einkünfte zu sichern, die nur im Frieden erwirtschaftet werden konnten, über die Landwirtschaft, über den Handel. Und nicht im Kriege und um diese Basis, diese friedliche Basis sicher zu halten, darum hat er seine sogenannte Friedenspolitik betrieben. Und er selber hat am meisten davon gehabt. Es ist nicht so, dass er sich selbst aller Mittel entblößt hätte, nur um seinen armen Untertanen zu helfen. So einfach war das nicht. Während der Zeit des Dreißigjährigen Krieges verliebt sich Anton Günther in Elisabeth von Ungnath, eine Frau aus niederem Adel, die ihm seinen einzigen Sohn gebar. Sowohl Elisabeth von Ungnath als auch ihr Sohn werden in der Folge jedoch des Hofes verwiesen, da eine Frau aus niederem Adel und ein unehelicher Sohn nicht standesgemäß für einen Fürsten dieser Zeit sind. Bereits 2 Jahre später, im Jahr 1635, heiratete er seine Braut Sophia Katharina von Holstein-Sonderburg. Die Ehe der beiden soll allerdings kinderlos bleiben. Im Jahre 1647 verstirbt Anton Günthers Neffe Christian IX. Der Tod des kinderlos gebliebenen Christian ist für die Zukunft des Grafenhauses von entscheidender Bedeutung.
Da der uneheliche Sohn Anton Günthers laut herrschendem Recht nicht als Nachfolger des Grafen in Frage kommt, ist ab diesem Moment klar, dass das Grafenhaus mit Anton Günther ausstirbt und die Regierung Oldenburgs an das dänische Königshaus übergehen wird. Am 19. Juni 1667 stirbt Graf Anton Günther 84-jährig, im 64. Jahr seiner Regierung. Nach seinem Tode werden vor allem zwei Bilder des Grafen gepflegt. Zum einen das des Friedensfürsten, der Oldenburg vor dem Krieg bewahrt hat. Und zum anderen das des Pferdegrafen, welches sich immer mehr festsetzt. Das rührt daher, dass Anton Günther schon zu Lebzeiten als des Heiligen Römischen Reiches Stallmeister tituliert wurde, was wiederum daraus resultierte, dass seine Pferde bei anderen Herrschern sehr beliebt waren, dass sie in Marktstellen des Kaisers standen. Hinzu kommt dann auch wieder, dort verschmelzen dann wieder der Friedensfürst und der Pferdegraf, dass es halt nicht nur Geldmittel waren, die Anton Günther als Gegenleistung im Zuge der Neutralitätspolitik verwendet hat, sondern halt auch Pferdegeschenke. Dann ganz maßgeblich das posthum am meisten verbreitete Bild von Anton Günther, also das, was ihn hoch zu Ross zeigt, die, was ich als Bildikone tituliere, also das traditionelle Reiterbild aus der Winckelmann-Chronik. Letztendlich, das hat maßgeblich dazu beigetragen, dieses Bild dieses Pferdeliebhabers, des Pferdezüchters zu tradieren. Und im 19. Jahrhundert, als die Pferdezucht immer mehr ein Bestandteil des oldenburgischen Selbstverständnisses wurde, hat man dieses Bild und den Pferdegrafen halt, konnte man wunderbar wieder aktualisieren und verwenden, sodass er auch gerade für die Pferdezucht dann auch nochmal im Speziellen eine Symbolfigur geworden ist. Und das ist dann letztendlich auch die Zeit, das 19. Jahrhundert, in der sich diese bis heute existierende Legende tradiert hat, dass Anton Günther der Begründer der oldenburgischen Pferdezucht ist, was, wie gesagt, das eine Legende ist, so wie es schon Friedrich Wilhelm Scheer ausgedrückt hat. Er hat sie nämlich nicht begründet, sondern er ist dort auch maßgeblich in die Fußstapfen seiner Vorfahren, seines Onkels und seines Großvaters getreten, die schon vorher Pferdezucht in Oldenburg betrieben haben. Die Mythen rund um Anton Günther und die Pferdezucht reichen jedoch keinesfalls aus, um das fortbestehende Interesse an ihm über Jahrhunderte zu erklären. Vielmehr noch spielen hierbei die Umstände seiner Regierung eine Rolle. Aber er hat eine Rolle gespielt, auch schon aus dem Grunde, weil er ziemlich lange regiert hat und über 6 Jahrzehnte lang, und weil er der letzte in dieser ganzen Abfolge von oldenburgischen Grafen war, ehe dann die Landesherrschaft über Oldenburg an den verwandten König von Dänemark überging. Und da ging es den Oldenburgern alles in allem nicht ganz so gut wie in Anton Günthers Zeiten, was nicht nur an Anton Günther lag, sondern auch an den konjunkturellen Verhältnissen allgemein. Und das bedeutete wohl, dass dann die Erinnerung an die guten Zeiten sich personifizierte gewissermaßen in der Gestalt dieses Grafen Anton Günther. Und so ist es dann geblieben, nicht? Anton Günther war der oldenburgische Graf schlechthin. Und in dem sich also die Bedeutung der ganzen Dynastie für das Land, für die Leute zusammenfasste. Und das war dann wohl die prägende Wirkung auf das oldenburgische Geschichtsbewusstsein. Hinzu kommt, dass Graf Anton Günther es verstand, sich selbst in Szene zu setzen, womit er das von ihm vermittelte Bild stark prägen sollte. Er hat einen Geschichtsschreiber angestellt, den Herrn Winckelmann aus Hessen, dass sein Bild in der Geschichte auch durch den Druck, durch das Buch, durch die Chronik festgehalten und überliefert wurde. Da war er also unmittelbar daran interessiert. Er hat sich von dem Winckelmann vorlesen lassen, was der geschrieben hatte. Er hat sich also von ihm sagen lassen, wie, oder er hat dem Winckelmann gesagt, wie das Buch gestaltet werden sollte, und er war eigentlich die wichtigste Quelle für all das. Also das war schon der Gedanke, das eigene Denkmal, auch in seinen Verdiensten für die Untertanen natürlich, das eigene Denkmal der Nachwelt zu erhalten. Und auch die überlieferten bildlichen Darstellungen des Grafen sind keineswegs dem Zufall geschuldet. Also ich denke, da kann man schon Besonderheiten erkennen. Anton Günther hat sich zum Beispiel sehr stark stilisiert als Friedensfürst. Das war seine erfolgreichste Leistung gewesen, kann man sagen, politisch gesehen. Und natürlich auch als Züchter von Pferden und Mester von Ochsen. Da hat er sich ja auch einen Namen gemacht und also auch wirtschaftlich einen großen Erfolg gehabt.
Er hat sich in seinen Bildern besonders stilisiert als wertkonservativ. Das heißt, seine Kleidung, die er trug, war zum Beispiel vollständig veraltet. Und das geht aus der Winkelmann-Chronik hervor, Winkelmann war sein Hofhistoriograf, dass er das ganz bewusst gemacht hat und dass er sich so als altmodischer Mensch zeigen wollte. Und das ist auch auf allen seinen Bildnissen zu sehen. Der verstärkte Versuch, das Bild von sich selbst zu prägen, scheint hierbei erneut eng mit einem Ereignis seiner Regierungszeit verbunden zu sein. Ja, also man vermutet, beziehungsweise ich habe mal vermutet in einer Publikation vor vielen Jahren, dass das damit zusammenhängt, dass Anton Günther wusste, dass er der Letzte aus der Oldenburger Linie ist, die über Oldenburg herrschen würden, dass nach seinem Tod die Grafschaften Oldenburg und Delmenhorst an die Verwandten in Dänemark bzw. den dänischen König fallen würden. Und er hat da, schien mir, scheint mir heute noch so, verstärkt wirklich Gebrauch von seinem Bildnis gemacht, um das seinen Untertanen einzuprägen und auch ein bestimmtes Bild im wahrsten Sinne des Wortes von sich selbst gepflegt. Das Zusammenspiel all dieser Faktoren führt dazu, dass Anton Günther über Jahrhunderte kaum an Präsenz verliert und stets eine Rolle im Oldenburger Geschichtsbewusstsein spielt. Es lässt sich zweifelsohne von einem kontinuierlichen Fortbestand dieses Phänomens sprechen. Die Erinnerungs- bzw. rezeptionsgeschichtlichen Quellen zeigen in einer Synopse, dass sich Anton Günther wirklich mit einer eminenten Persistenz im kollektiven Gedächtnis der Oldenburger, Oldenburgerinnen verankert hat und letztendlich dort auch zu einer Symbolfigur geworden ist. Sicherlich kann man im jeweils zeitlichen Kontext gewisse Unterschiede feststellen, dass dort hinsichtlich der Bedeutung sich Unterschiede attestieren lassen. Aber eine gewisse Bedeutung für hatte Anton Günther immer, selbst in der Totalität des NS-Regimes. Bei aller Beachtung und Wertschätzung spielte jedoch auch immer Kritik an Anton Günther eine Rolle in seiner öffentlichen Wahrnehmung. Es gab nicht nur die Beliebtheit, es gab auch immer mal wieder kritische Stimmen gegenüber Anton Günther, ganz allgemeine Kritik, die sich beispielsweise schon bei Peter Friedrich Ludwig feststellen lässt, dem zwar das Kenotaphen der Lamberti-Kirche gewidmet hat und seine Neutralitätspolitik entsprechend hervorgehoben hat, aber auch er kritisierte beispielsweise das Verhalten in der Affäre mit der Elisabeth von Ungnad und letztendlich die hieraus resultierende Teilung Oldenburgs. So findet sich immer wieder Kritik. Beispielsweise, wenn wir in die 1840er Jahre gehen, dort uns der Denkmalsgedanke aufgetauchte und dort forciert wurde, dort kam ziemlich schnell aus dem Jeverland Kritik. Dort in den jeverländischen Nachrichten war die Reaktion darauf, dass die Jeveraner das für nicht eine gute Idee gehalten haben, da Anton Günther die Jeveraner widerspenstig und eigensinnig gescholten habe und dass man daher keinen Groten für dieses Denkmal letztendlich zahlen wollte. Und so zog sich halt Kritik immer wieder mal durch. Es findet sich auch dann zur späteren Zeitung aus von einem deutschnationalen Standpunkt aus Kritik an Anton Günther. Wie aktuell die Diskussion um Graf Anton Günther auch nach mehr als 300 Jahren ist, zeigt der Streit um ein ihm zu Ehren errichtetes Reiterstandbild. Noch immer scheint der Graf zu polarisieren. Was Kritikern als unzeitgemäßer, unreflektierter Umgang mit der Geschichte anmutet, stellt für die Initiatoren eine Herzensangelegenheit dar. Die Motive, die für ein Denkmal sprechen, scheinen hierbei deutlich in dem bereits dargestellten, über Jahrhunderte tradierten Bild des Grafen zu liegen. Sinn und Zweck der gesamten Veranstaltung war, Graf Anton Günther zu würdigen. Dabei muss man davon ausgehen, dass wir in Deutschland in einer mehr oder weniger geschichtslosen Zeit leben und Graf Anton Günther hier in Oldenburg einer der bekanntesten, berühmtesten und volkstümlichsten Grafen war, die über dieses Land geherrscht haben. Er hat viel Gutes getan, viele wissen das, dass er die Stadt Oldenburg vor dem Dreißigjährigen Krieg bewahrt hat, dass er der Pferdezüchter in Oldenburg war, der dem Land in der Vergangenheit viel Gutes getan hat. Und die heutige Pferdezucht, können wir völlig beruhigt sagen, geht auf ihn auch noch mit zurück. Und zum Dritten hat er, was viele eben auch gar nicht wissen, den Weserzoll eingeführt, das dem Land Oldenburg letztendlich und schlussendlich die Existenz gesichert hat. Wenn man das zusammennimmt, ist es eine
geschichtliche Persönlichkeit, die man nicht vergessen sollte. Und auch bei der Form der Darstellung war schnell klar, dass man sich am über Jahrhunderte etablierten Bild orientieren wollte. Also ich muss sagen, ich habe natürlich im Vorfeld mit einer Menge Leuten gesprochen, aber viele normal denkende Leute oder sagen wir aus dem Volke. Wobei ich muss sagen, ich bin selbst Pferdewirtschaftsmeister mal gewesen, habe in diesem Beruf also lange gearbeitet und habe so ein spezielles, oder ich glaube das Richtverhältnis zum Pferd. Und ich habe also wie gesagt viele Leute gefragt und auch die Idee, das vielleicht moderner darzustellen oder eben zeitgenössisch, wie man sagt, und habe dann eigentlich gemerkt, dass das eigentlich nicht gewollt ist. Es gab in Elsfeld ja diese Figur, oder gibt es die, schon allein von der Größe, für mich ein Witz, ist glaube ich so groß wie ein Pony, und die durchaus ihre Berechnung hat. Aber ich habe gemerkt, dass die Menge der Leute in der Stadt, ich komme aus Elsfleth, da nicht sehr mit einverstanden sind. Die 16 Uhr Plattisch, das ist doch nicht Use Gorf, sagt ihr dann, nicht? Also, und das, dem wollte ich eigentlich entgegenwirken. Und deswegen auch diese Darstellung, wie wir es nun gemacht haben. Zumal er ja auch in sehr vielen Medien, Zeitungen, Büchern, Schriften auch immer so dargestellt wird. Also eine bekannte Person. Und Geschichte muss ja auch immer sehr wahr sein. Und wahr ist, dass er so ausgesehen hat. Und ich persönlich habe keine Lust, das irgendwelchen zeitgenössischen Strömungen zu unterwerfen. Es zeigt sich, dass das Zusammenspiel mehrerer Faktoren dazu geführt hat, dass Graf Anton Günther bis heute eine einmalige Stellung im Oldenburger Geschichtsbild einnimmt. Die äußeren Umstände seiner Amtszeit, sein politisch kluges Handeln sowie sein Sinn für die Selbstinitiierung haben Graf Anton Günther auf Jahrhunderte mit dem Geschichtsbild der Stadt Oldenburg verbunden. Man mag zu Graf Anton Günther stehen, wie man möchte, aber sein Platz in der öffentlichen Wahrnehmung scheint ihm in näherer Zukunft kaum zu nehmen zu sein. Am 10. November 1938 wurden die Oldenburger Juden zusammengetrieben und deportiert. Zum Gedenken an dieses Ereignis findet jedes Jahr der Erinnerungsgang statt, auch in diesem Jahr. In der Reichspogromnacht wurden in Oldenburg wie in ganz Deutschland die Synagoge zerstört und die jüdischen Männer festgenommen. Einen Tag später, am 10. November, wurden die Juden von der Polizeikaserne durch die Innenstadt zum Gerichtsgefängnis getrieben und am Tag darauf in das Konzentrationslager Sachsenhausen abtransportiert. Um an die Verbrechen des Nationalsozialismus zu erinnern, findet jedes Jahr am 10. November der Erinnerungsgang statt. Ann-Christine Huber hat mit ihrem Religionskurs an der berufsbildenden Schule Wechleu das Thema behandelt und eine Einstimmungsveranstaltung organisiert. Ich fand das persönlich sehr, mitreißend, weil wir haben teilweise Filme gesehen, wo nicht so schöne Bilder waren, also wo die Menschen teilweise, also Menschenrechte waren damals ja überhaupt nicht bekannt und sowas ist heutzutage, sieht man nirgendwo. Und also es waren teilweise echt schreckliche Bilder, wo man Gänsehaut gekriegt hat. Also war ganz schlimm. In der Garnisonkirche stellte der Religionskurs in einer kurzen Szene die gewaltsame Verhaftung der Juden dar. Sarah Ruth Schumann, Repräsentantin der jüdischen Gemeinde und Zeitzeugin des Holocaust, machte darauf aufmerksam, dass die Erinnerungen als Brücke zwischen gestern und heute dienen und Not und Verfolgung noch nicht aus der Welt sind. Die Schüler der BBS Wechleu wählten einen Koffer als Symbol, das durch die Veranstaltung leitet. Es steht für den persönlichen Lebensweg auf der einen Seite, für Flucht und Vertreibung auf der anderen. Für Ann-Christine Huber haben Veranstaltungen wie diese eine wichtige Bedeutung. Also es gibt ja auch Schulen, wo die Schüler etwas jünger sind als wir, also auf der Berufsschule, ich denke mal, die meisten werden da schon etwas von mitgekriegt haben, aber jüngere Schüler zum Beispiel, das ist nicht mehr unbedingt Bestandteil auch des Geschichtsunterrichts und da wird auch heutzutage, kann man sich das ja auch gar nicht mehr richtig vorstellen, wie das früher war. Und ich finde, wenn man da nochmal genau drauf zeigt und nochmal sagt, ja, wie schlimm das war, dass das auch nicht wieder passiert, dann kann man das, glaube ich, auch verinnerlichen und nochmal drüber nachdenken und für sich auch vielleicht auch selber was in den Alltag mitnehmen dafür auch. Genau, das finde ich ganz wichtig. Die Organisation des Erinnerungsgangs übernahm in diesem Jahr die auszubildenden Veranstaltungskaufleute. Der Schweigegang führte von der Landesbibliothek zur JVA entlang der Strecke, auf der damals die Juden vorbei an der brennenden Synagoge ins Gefängnis gebracht wurden. Lange hat es gedauert, nun ist sie fertiggestellt, die zentrale Gedenkstätte für die Konzentrationslager im Emsland.
Im November wurde sie samt zugehörigem Museum in Esterwegen eröffnet. Es ist das letzte Überbleibsel der sogenannten Emslandlager, das überhaupt noch verfügbar war. Auf dem Gelände des KZ Esterwegen wurde eine zentrale Gedenkstätte eingerichtet, die an alle 15 Konzentrationslager der Region erinnert. In Anwesenheit von Kulturstaatsminister Bernd Neumann und Ministerpräsident David McAllister wurde die Gedenkstätte mit einer Kranzniederlegung eröffnet. Für den Landrat des Kreises Hermann Bröhring ist diese Gedenkstätte weitaus mehr als nur ein Repräsentationstermin. Für ihn ging, am letzten Tag seiner Amtszeit, ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung. Ich komme aus einer Gemeinde, Rehde, war ein Standort von 15 Emslandlagern. Und natürlich hat man als Kind und als Jugendlicher Fragen gerichtet. Man hat ausweichende, abwiegelnde und auch distanzierende Antworten bekommen. Wenn man die Frage nach der Funktion dieser Lager im Terrorsystem der Nationalsozialisten gestellt hat. Das KZ Esterwegen zählte zu den ersten, die die Nationalsozialisten 1933 eingerichtet hatten. Hier wurden vor allem politische Gegner inhaftiert. Der bekannteste von ihnen, der Journalist und Schriftsteller Karl von Ossietzky, nachdem in Oldenburg unter anderem die Uni und ein renommierter Preis benannt wurden. Aber auch prominente Politiker von SPD und KPD. Für den Historiker Bernd Faulenbach lässt sich eine Linie von Esterwegen bis zu den Widerständlern des 20. Juli 1944 ziehen. Diejenigen, die in diesen Lagern waren, die sind dann schwer geprägt, sicher durch die Lagererfahrung, zum Teil rausgekommen, einige sind umgekommen, aber sie haben dann zum Teil Verbindung untereinander behalten und sind dann tatsächlich auch wieder zur Widerstandsbewegung hinzugestoßen. Der 20. Juli wird manchmal etwas einseitig gesehen. Da glaubt man, das seien nur die Offiziere gewesen oder Offiziere und ein paar Beamte. Nein, es gibt diesen Kreisauer Kreis und um Helmut Graf, James Graf von Moltke. Aber da sind eben auch ein Teil dieser Leute, die in diesen Lagern waren. In späteren Jahren wurden Strafen Kriegsgefangene in den Emslandlagern inhaftiert. Wie die politischen Häftlinge mussten auch sie Schwerstarbeit bei der Kultivierung der Moore leisten. Das berühmte Lied der Moorsoldaten ist in Esterwegen entstanden. Schätzungsweise 25.000 bis 30.000 Gefangene starben durch Arbeit, Unterernährung, Folter und Mord. Zur Eröffnung der Gedenkstätte kamen einige der Überlebenden und Angehörigen nach Esterwegen, unter ihnen der Belgier Hendrik Verheyen. Der Mensch hat Räume in seinem Herzen, die noch nicht existieren, aber wo die Schmerz sich einlistet, sodass sie existieren können. Unsere verstorbenen Kameraden haben schon lang einen solchen Raum in unserem Herzen, aber jetzt haben sie auch noch einen Platz an dem Ort, an dem sie gelitten haben. Die Geschichte des Lagers Esterwegen endete nicht 1945. Auch nach Kriegsende wurde es genutzt. Erst als Internierungslager, dann noch einmal als Straflager, als Flüchtlingslager und schließlich bis 2001 als Depot der Bundeswehr. Und beinahe wäre auch dieses Gelände für eine Gedenkstätte verloren gewesen. Ich glaube, es war einfach richtig, 2001, als die Bundeswehr hier auf diesem Gelände ein Gewerbegebiet errichten wollte, der Bundeswehr ein klares Signal zu geben, das findet nicht statt. Und stattdessen nehmen wir die letzte Chance wahr, um eine Gedenkstätte am authentischen Ort zu errichten, nachdem alle anderen Standorte einer anderen Nutzung zugeführt worden sind. Vom eigentlichen KZ sind heute nur noch Fragmente übrig. Bei der Gestaltung des Geländes ist man behutsam vorgegangen. Der Aufbau des Lagers lässt sich eher erahnen. Ja, wichtig war für uns natürlich, dass wir die Spuren, die da waren, freilegten. Und wir wollten natürlich beim Freilegen die Spuren auch nicht zerstören. Jeder kann erkennen, das ist nachträglich der Versuch, die Struktur deutlich zu machen. Aber wir haben ganz bewusst nicht rekonstruiert. Das würde makaber sein und irgendwie auch unzulänglich. Zum eigentlichen Gelände kommen eine Dauerausstellung, Sonderausstellungen sowie eine Bibliothek hinzu. Das Dokumentations- und Informationszentrum DITZ in Papenburg, gegründet 1981, ist damit schließlich auch geografisch an einem jener Orte angekommen, an die es seit 30 Jahren
größtenteils durch ehrenamtliche Arbeit erinnert, dem historischen nämlich. Nicht nur in Konzentrationslagern, sondern auch in Kliniken und Pflegeheimen wurden während der NS-Zeit Menschen ermordet, auch im Oldenburger Gertrudenheim und im Kloster Blankenburg. An 4 der Opfer erinnern jetzt Stolpersteine, die ersten in Oldenburg. Nun gibt es sie auch in Oldenburg. Stolpersteine, die an Menschen erinnern, die während der NS-Herrschaft ermordet wurden. Der Kölner Künstler Gunter Demnig, der das Projekt der Stolpersteine bereits 1993 entwickelte, verlegte am Gertrudenheim 3 Steine. Einen weiteren platzierte er im Kloster Blankenburg. Stolpersteine sind mittlerweile an vielen Orten in ganz Europa zu finden. In der vergangenen Woche habe er bereits den 32.000. verlegt, sagte Demnig. Dennoch bleibe jede Verlegung etwas Besonderes. Es sind immer wieder andere Situationen. Es ist bis jetzt keine Routine geworden. Und ich glaube, es wird es auch nicht. Denn es sind ja auch immer Angehörige dabei, immer öfter kann ich sagen. Und es sind immer andere Situationen. Und man kann ja auch sagen, jeder Mensch ist ein Individuum, ist ein Stein. Im Gertrudenheim kamen die Geschwister Otto, Erna und Alfons Evers aus Vechta um. Sie wurden 12, 15 und 17 Jahre alt. Georg Habers starb im Alter von 33 Jahren in Blankenburg. Die 4 litten unter Behinderungen. Zur Zeit des Nationalsozialismus kam dies einem Todesurteil gleich. Die näheren Todesumstände sind im Einzelfall nicht eindeutig belegbar. Wie die meisten Opfer der sogenannten Euthanasie wurden sie wohl durch mangelnde Pflege und Verhungern lassen ermordet. Angehörige dieser Opfer waren bei der Verlegung der Stolpersteine dabei. Rosemarie Sommer ist die Nichte der ermordeten Kinder aus Vechta. Es bedeutet mir sehr viel, dass diese 3 Namen, also meine Tante und 2 Onkel, in das Licht des Bewusstseins in die Öffentlichkeit gemacht und quasi beerdigt wurden. Jetzt haben die einen Stein, wie man so normal auch zu einer Beerdigung hingeht und kann damit abschließen. Die sind jetzt für mich beerdigt, auch wenn es in Anführungsstriche nur Stolpersteine sind, die ich aber sehr wichtig halte. Denn das sind Stolpersteine, wie man geht und sagt, ach, was ist da, und hält kurz inne und liest. Und das ist gut. Jürgen Schleppegrill ist der Neffe von Georg Habers und hat das Schicksal seines Onkels erforscht. Mich hat das Schicksal der Opfer der Euthanasie schon länger interessiert. Und eigentlich durch Zufall kam ich auf das Buch von Herrn Dr. Harms, Wat Mödliches Machten, über die Heilstätte in Wehnen. Und so bin ich neugierig geworden, und wir haben dann erste Dokumente gefunden, hat er gefunden, im Staatsarchiv in Oldenburg. Und da gab es auch eine Liste, was ist mit den einzelnen 79 Pfleglingen, die bei Auflösung des Hauses Reddersen zunächst auf eine andere Heilanstalt in Bremen kamen. Und da stand nur Georg Habers Schicksal unbekannt. Die Initiative zur Verlegung der Stolpersteine kam von Schülerinnen und Schülern der IGS Flötenteich und später der Helene-Lange-Schule. Unterstützt wurden sie vom Historiker Ingo Harms. Das Schülerinteresse am Thema ist groß, sagt Demnig. Größer, als manch ein Lehrer sich denkt. Das Prinzip der Stolpersteine ist nach wie vor nicht unumstritten. Und nicht überall stößt das Projekt auf Gegenliebe. Ein Argument, das häufig vorgebracht wird: auf den Namen der Opfer soll nicht mit Füßen herumgetrampelt werden, nicht noch einmal. Man kann es aber auch so sehen, wie der Künstler es formulierte: wer einen Stolperstein näher betrachtet, verneigt sich zwangsläufig vor dem Opfer. Peter Friedrich Ludwig, diesen Namen kennt wohl jeder in Oldenburg. Über das Wirken des Herzogs gibt es allerdings noch nicht allzu viel Literatur. Eine neue Doktorarbeit soll nun eine Lücke schließen und befasst sich mit der Außenpolitik des Herzogs. Eigentlich verband Peter Friedrich Ludwig herzlich wenig mit Oldenburg. Das kleine Land an der Hunte war nach dem Ende der sogenannten Dänenzeit über Umwege an das Haus Holstein-Gottorf gegangen. 12 Jahre später, im Jahr 1785, übernahm Peter Friedrich Ludwig die Regierungsgeschäfte im noch jungen Herzogtum. In seine Regentschaft fielen epochale Ereignisse wie die Französische Revolution, die Napoleonischen Kriege, die zeitweilige Annexion Oldenburgs durch die Niederlande. Im Bewusstsein der Bürger ist der Herrscher auch heute sehr präsent. Umso erstaunlicher mutet es an, dass diese historische Figur bislang noch kaum erforscht worden ist. Der Historiker Bernd Müller schließt mit seiner nun vorgelegten Dissertation eine wichtige Lücke. Als Wahl-Oldenburger dachte ich, ich wende mich mal der Regionalgeschichte zu. Und eine der beiden großen Lichtgestalten der Oldenburger Geschichte ist halt nun mal Peter Friedrich Ludwig. Und dann stellte ich fest, es gibt nichts zur Außenpolitik. Also nichts, was modernen Betrachtungen standhält.
Und es gibt nichts zu auch den Hintergründen der Politik. Und das reizte mich. Außenpolitik und Diplomatie waren von zentraler Bedeutung in einer Zeit, in der große Teile des Kontinents durch den Wiener Kongress neu geordnet wurden. Napoleon war besiegt, Grenzen wurden neu gezogen, ganze Länder verschwanden von der Karte. Und mittendrin im Konzert der Großmächte das kleine Oldenburg, das erstaunlich viel für sich herausschlagen konnte. Seine Flucht ins Exil sollte sich für Peter Friedrich Ludwig letztlich auszahlen. Also er selber trat da gar nicht auf, sondern er sagte von vornherein, ich bin zu klein, zu unbedeutend, ich habe möglicherweise auch andere Vorstellungen von der Zeit, ich gehe da nicht hin. Sondern er setzte seine Energie ein in der Wirkung auf den Zaren, die natürlich begrenzt war, die aber Substanz hatte durch seine dreijährige Anwesenheit in Russland. Er war ja in Russland gewesen, im Exil, hatte dadurch ein relativ gutes Verhältnis zu Alexander und hatte es in dieser Zeit verstanden, Alexander mit gewissen Grundsätzen zu versehen, die Alexander wiederum den Drang verspüren ließen, im Wiener Kongress irgendwas für seinen Onkel zu tun. Zufrieden war er dennoch nicht. Den Titel Großherzog mochte der enttäuschte Peter Friedrich Ludwig bis zu seinem Tod nicht tragen. So ist es, so ist es. Das ist ein Charakteristikum für Peter Friedrich. Bei allen Konferenzen wollte er immer natürlich etwas mehr, im Wiener Kongress sogar wesentlich mehr. Das war aber eigentlich illusionär. Und er hat dieses eigentlich als Verhandlungsposition aufgebaut und hinterher auch immer gesagt, also eigentlich sind wir viel zu schlecht weggekommen. Das heißt, er hatte Erfolg mit der Politik, die er vorher gemacht hatte. Er hatte Erfolg im Ergebnis des Wiener Kongresses. Und er hat dann an diesen Grundsätzen festgehalten, die sich auch weiter positiv auswirkten für Oldenburg, aber in ihrer Verhärtung dann auch zu Gegnerschaften mit Bremen und Hannover führten, die für Oldenburg auf lange Sicht dann nicht mehr so positiv waren. Die Dissertation beleuchtet Höhen und Tiefen der außenpolitischen Staatskunst des Monarchen, für den auch sonst nicht alles nach Wunsch verlief. Den einträglichen Weserzoll etwa gab Peter Friedrich Ludwig nur höchst widerwillig auf, obwohl die Entschädigung, die er dafür bekam, alles andere als zu vernachlässigen war. Er erhielt mit den Ämtern Kloppenburg, Vechta und Wildeshausen einen bedeutenden Gebietszuwachs, durch den das Land Oldenburg in seiner bekannten Form überhaupt erst entstand. Da gelang es Peter Friedrich Ludwig nochmal mit Hilfe Russlands die Aufhebung herauszuzögern. Tatsächlich bekam er nochmal 10 Jahre geschenkt, in Anführungsstrichelchen. Aber irgendwann mal war dann wirklich Schluss. Allerdings gelang es ihm dafür, für den Weserzoll einzutauschen, das Oldenburger Münsterland. Und das war durch die Bedeutung eben von Territorium, haltbarem Territorium, mit einer gewissen Ausbeute an Steuern, an Potenzial auch, langfristig besser als der reine Fiskalzoll auf der Weser. Die Dissertation »Die Außenpolitik Peter Friedrich Ludwigs von Holstein-Oldenburg« ist bei Isensee erschienen. Das Landesmuseum Natur und Mensch hat einen neuen Leiter. Der Naturkundler und Ethnologe Peter René Becker, vorher im Überseemuseum in Bremen tätig, ist Nachfolger von Mamun Fanser. Im Interview äußert er sich zu seinen Plänen für das altehrwürdige Haus. Herr Becker, erstmal willkommen in Oldenburg. Sie promovierten in Zoologie, Anthropologie und Ethnologie. Das ist ja schon mal eine ganze Menge. Sind Sie eins von den dreien mehr als die anderen? Sicherlich bin ich mehr der Biologe als der Völkerkundler, aber ich habe Völkerkunde komplett studiert und habe es dann eben in der Promotion als Nebenfach genommen. Ich fand gerade die Verbindung sehr spannend und das merke ich auch heute noch, gerade wenn man mal ein naturwissenschaftliches Fach studiert hat, dann eben mit den naturwissenschaftlichen Methoden vertraut ist, die Methoden des Experiments und natürlich auch Laborarbeit, und dann ein philosophisches Fach studiert, wie Völkerkunde zählt in Deutschland zu den philosophischen Fakultäten, und da auf ganz andere Bedingungen stößt. Also da gibt es ja eine andere Form der Beweisführung. Da spielt ja quasi, ersetzt quasi die Empirie das Mittel des Experiments. Und zu merken, dass beides hochvalide ist, dass man nicht das eine gegen das andere ausspielen kann, das fand ich für mich sehr bereichernd und hat mir, glaube ich, auch in meiner ganzen Berufsarbeit sehr geholfen, dass ich nie mit einem schälen Blick auf die andere Fakultät geguckt habe und dem Motto, ja, das ist ein Geisteswissenschaftler, oder umgekehrt, die sagen manchmal, naja, ihr seid Naturwissenschaftler. Ich habe beides erfahren im Studium, habe beides schätzen gelernt und auch im Beruf sehr gerne beides verbunden, ja.
Da kommt es Ihnen sicherlich entgegen, dass ja der Ansatz dieses Museums ja auch ein interdisziplinärer ist. Hat das für Ihre Bewerbung auf diese Stelle eine große Rolle gespielt? Also in meinen Gesprächen wurde das zumindest positiv aufgenommen, das so viel kann ich sagen. Es ist ja so, dass ich von diesen drei Departments hier, also die Naturkunde, Archäologie und Völkerkunde, immerhin zwei abdecke. Archäologie ist nicht mein Schwerpunkt, das habe ich aber auch ganz ehrlich gesagt, man muss ja auch sagen, was man nicht oder nur bedingt leisten kann. Also, und das wurde, glaube ich, aufgenommen, weil, das kenne ich aus dem Überseemuseum Bremen, wo ich ja vorher tätig war, dass diese Verbindung zwischen den naturkundlichen und den dann auch völkerkundlichen, das heißt also gesellschaftlichen Prozessen, ja bei den Besuchern auch auf eine Wirklichkeit stößt. Wenn ich selber auch als Tourist irgendwo anders bin, dann gucke ich mir ja nicht montags die Bäume an, dienstags die Tiere und mittwochs die Häuser oder die Menschen, sondern ich erlebe das in toto. Und daraus generieren Fragen, die ich natürlich dann auch für mich klären, lösen will oder eben dann vor Ort auch ins Museum gehe. Und so geht es den Leuten, finde ich auch. Wir müssen das nicht künstlich aufspalten, diese Welt, sondern diese Welt ist eins und wir, denke ich, tun gut daran, in den Museen auch diese Fragen immer mit der gesellschaftlichen Relevanz und der Rolle, die sie in, wenn es denn so ist, wenn sie in außereuropäischen Gefilden spielen, die Rolle, die sie dort haben, auch mit berücksichtigen. Sie waren jetzt jahrelang im Überseemuseum Bremen beschäftigt. Konnten Sie das dort auch so umsetzen? Ja, das war auch einer der Punkte, denke ich, die damals auch dann dazu führte, dass ich dort auch diese Stelle bekam, weil ich eben, das war ausgeschrieben war Abteilung der Naturkunde, das erfüllt natürlich, aber dass ich eben auch noch diese völkerkundliche Seite mit reinbringe. Und wir haben ja im Überseemuseum in Bremen auch tatsächlich diese Kontinentalausstellungen, Ozeanien, Asien, jetzt geht gerade Afrika los, haben wir interdisziplinär auch bearbeitet. Das heißt, wir haben immer die Fragen zusammengenommen aus den Arbeitsgruppen und meine Hauptfrage war immer die, welche Fragen haben die jeweiligen Ethnien in Ozeanien, in Asien, Afrika an die Natur gestellt und wie bewerten sie die Antworten, die sie aus der Natur kriegen. Das geht dann oftmals auch in die Richtung von Mythen, Traditionen, orale Tradition natürlich ganz oft in dieser ethnologischen Sehweise. Also das ging da auch sehr gut und ich denke, dass ich, ohne dass ich hier die Dauerausstellungen, die will ich hier gar nicht antreiben, sie sind auch zu Recht regional hier. Das ist das Region, das Museum der Region Weser-Ems, das ist völlig in Ordnung. Aber in Sonderausstellungen, die ja hauptsächlich jetzt mein Geschäft sein werden im Ausstellungsbereich, da werde ich auch sehen, dass ich das auch so umfassend die Themen bringe, dass tatsächlich auch diese Fragestellung der außereuropäischen Kulturen, die wir ja auch als Sammlungsgebiet hier haben, mit beantwortet werden können. Das hat schon meine nächste Frage halb mit beantwortet, weil ein neuer Direktor bringt ja auch neue Ideen mit. Das soll ja auch so sein. Haben Sie da schon konkrete Vorstellungen, vielleicht was die ersten Sonderausstellungen so angeht? Ja, sicherlich. Also klar, man versucht natürlich auf der einen Seite, sind Sonderausstellungen, finde ich, gerechtfertigt hier, die Sammlungen berücksichtigen sehr stark. Weil hier sind auch Schätze in den Sammlungen, die in den letzten Jahren wenig gezeigt wurden oder vielleicht auch manchmal gar nicht. Das heißt, eine der Schätze ist hier ein Meteorit, der größte Steinmeteorit ist, der jemals in Deutschland runtergekommen ist. Und über den man zum Glück sehr, sehr viel weiß. Man weiß zwar nicht das genaue Jahr, wann er hier eingeschlagen ist in Wendhullen, aber man kann sagen, dass es maximal 120 Jahre her ist. Also noch ein relativ überschaubarer Zeitraum. Man weiß, wo er herstammt, also aus welchem Teil des Universums er stammt. Man weiß, wie er zusammengesetzt ist. Also da hat man eine Menge Daten drüber. Und das wäre eine Idee, sowas zum Anlass zu nehmen, eine Ausstellung über Meteoriten zu machen. Das können wir nicht völlig allein im Haus hier. Da sind wir angewiesen auf Kollegen aus Hamburg. Die Wiener, das Museum in Wien, hat die größte Meteoritensammlung der Welt überhaupt. Da werden wir sicherlich, denke ich, eine Chance haben, Leihgaben zu erhalten. Also da wird man auch wieder auf sein Netz zurückgreifen, das natürlich in der Museumsszene, in der naturkundlichen Museumsszene vor allen Dingen auch in der ethnologischen, ja, besteht. Dann habe ich Lust, ein Thema natürlich auch zu spielen, die jetzt nicht nur auf den oder ausschließlich auf den Sammlungen des Hauses beruhen, sondern die in der Region Relevanz haben. Und da, denke ich, werden wir das Thema Fisch spielen. Wir sind hier immerhin in Norddeutschland in der Region. Oldenburg selber ist nicht eine Fischanlandungsstelle, aber hier wird Fisch gegessen, hier werden die Thematik um Fisch herum wahrgenommen. Und das ist ja auch ein sehr breitfähiges Spektrum. Man kann auf der einen Seite natürlich den Fisch erstmal als Organismus vorstellen. Was ist überhaupt ein Fisch? Und da haben wir ja auch interessanterweise seit einigen Jahren diese
Trennung ist, früher hatten wir gesagt, Fische sind Knorpel und Knochenfische, heute wissen wir, Knorpelfische, also Haie und Rochen, sind eine ganz andere eigene Gruppe als die Knochenfische. Und dann aber auch bis hin eben zu den Situationen, es gibt Quoten bei den Fischfangregelungen und welche Rolle spielen Aqua- und Marikultur, was können sie ersetzen, wo richten sie mehr Schaden an, als dass sie nutzen. So, also auch diese Sehweise und auch die Problematik einzubringen, dass wir ja schon längst auch vor Küsten eben fischen, wo sogenannte Indigene leben, denen wir die Fische zum Teil hier wegfangen. Also diese Problematik, die würde ich gerne in so einer Ausstellung gerne spielen. Und da spielt das Haus von seinen Sammlungen her eine unterordnende Rolle, aber es ist ein Thema, das einfach, wie ich finde, gesellschaftlich relevant ist. Ihr Vorgänger Amund Fansa hat ja viel Aufmerksamkeit erregt mit seinen kulturhistorischen Ausstellungen, die ja auch nur begrenzt mit der Region zu tun haben. Wenn wir jetzt mal diesen Orient-Aspekt, der sicherlich Fansas Vita geschuldet war, mal ganz außen vor lassen, wird es auch Sonderausstellungen geben, die diese Reihe, nicht die Orient-Reihe, sondern die Reihe der kulturhistorischen großen Ausstellungen fortführt, oder wollen Sie eher in der Region bleiben mittelfristig? Also ich werde sicherlich weder noch. Ich werde die großen kulturhistorischen Ausstellungen nicht fortführen können, weil mir, da müsste ich auch zu viel Know-how denn einkaufen. Ich werde aber nicht nur in der Region bleiben. Also wenn wir zum Beispiel diese Meteoritenausstellung machen, dann ist mir es auch ganz wichtig, mit einzubeziehen, welche Bedeutung haben Meteoriten und der Meteoritenfall bei indigenen Völkern. Dort, wenn Sie überlegen, dass ja weltweit Meteoriten jeden Tag runterkommen, die meisten sehr, sehr klein, aber auch immer wieder mal größere, das ist ja auch innerhalb der Beobachtungssituation von Völkern, die noch naturnahe leben als wir hier. Und dort haben die ja sicherlich Mythen beeinflusst. Die haben sicherlich Erklärungen, wie die Welt entstanden ist, beeinflusst. Weil das muss ich auch klar machen, jede Ethnie auf dieser Welt, und sei sie noch so klein, hat ein geschlossenes Weltbild. Jede Ethnie kann erklären, wo die Menschen herkommen, wo die Tiere und die Pflanzen in ihrer Umgebung herkommen. Und eben auch, wenn sie denn dort Meteoritenfall hat. Und wir haben zum Beispiel hier auch bei uns im Museum in Oldenburg Meteoriten aus Mexiko. Diese Meteoriten haben Einfluss gefunden in die Erzählungen, die Traditionen, die Überlieferungen der Indigenen. Die werden hier auch eine Rolle spielen. Also ich verlasse die Region, wo immer es geht, aber versuche diese Brücke zu bringen, nicht? Oldenburger Meteorit, Steinmeteoriten, wo gibt es die noch, wo gibt es Metall, also Eisenmeteorite, und welche Bedeutung haben sie in der Wahrnehmung der Bevölkerung? Sie haben eben schon erwähnt, Archäologie haben Sie nun ausnahmsweise nicht studiert, das wird auch keiner von Ihnen verlangen. Vorher hat das ja auch der Museumsdirektor selbst mit abgedeckt, weil Fansa ja Archäologe war. Jetzt momentan sieht es in diesem Bereich personell im Museum etwas mau aus, weil jetzt auch Fansa weg ist und die Volontärin anders eingesetzt wird. Wie wird es mit diesem Bereich weitergehen, jetzt in der näheren Zukunft? Also da kann ich nur hoffen, dass wir auf eine gute Zusammenarbeit mit der Landesarchäologie zurückgreifen können. Und das wird auch einer meiner nächsten Besuchstermine natürlich sein, weil natürlich werden wir dieses Gebiet am Haus weiter pflegen. Und wir haben ja auch noch die Museumspädagogik in der Archäologie. Wir haben auch noch natürlich Restauratorinnen, die dort auch weiterarbeiten natürlich. Also wir wollen und können diesen Bereich gar nicht aufgeben, nur wir werden ihn inhaltlich, wissenschaftlich stärker an die Landesarchäologie knüpfen. Und ich denke und hoffe, dass ich da auf offene Türen stoße. Sie haben eine Sonderausstellung geerbt, wo schaurig ist, übers Moor zu gehen. Die ist absichtlich als Open-End-Ausstellung konzipiert worden, weil man halt noch zu dem Zeitpunkt noch gar nicht wusste, wie es weitergeht. Wie lange wird die noch zu sehen sein, und kommt dann schon die erwähnte Meteoritenausstellung oder wird noch was dazwischen geschoben? Also im Moment bin ich dabei, so einen Zeitplan zu stricken. Wir wollen auch vom Haus aus, das ist auch soweit Konsens hier im Haus, von einem Halbjahres- auf ein Quartalsprogramm umstellen. Man ist dann flexibler, man kann noch mal eher was verändern. Und für das erste Quartalsprogramm haben wir natürlich schon vor, dass diese Ausstellung, schaurig ist, übers Moor zu gehen, im ersten Quartal enden wird. Ich kann jetzt noch kein Datum nennen, weil das gerade noch in der Diskussion sind, aber sie wird im ersten Quartal des Jahres 2012 enden. Und dann wird den Abbau vorausgesetzt natürlich und dann den Aufbau neuen, wird dann aber auf jeden Fall hoffen, so planen wir im Moment, vor Ostern die neue Ausstellung. Und das kann wahrscheinlich Meteoriten sein, wenn die Zusammenarbeit mit den vorhin von mir kurz erwähnten Institutionen, so wie ich sie hoffe, wenn die Realität werden wird und die Kollegen eben entsprechend auch Valenzen haben, sich hier mit einzubringen, dann können wir vor Ostern die neue Sonderausstellung schon zeigen, ja. Zum Abschluss noch eine Frage, die jetzt von Ihrer Profession abgeht. Wie sind Sie eigentlich in Oldenburg angekommen? Ja, nett, dass Sie fragen. Also angekommen bin ich, glaube ich, also von mir aus in eine ja mir doch schon auch vertraute Stadt. Also ich war
Ich hatte mit meinem Kollegen Ulf Beiche, der hier die Naturkunde betreut, immer ein sehr gutes Verhältnis schon. Wir kennen uns seit 15 Jahren ungefähr, hatten nie geahnt, dass wir mal in einem Haus zusammenarbeiten werden. Also insofern kenne ich also das Haus und auch einen Teil Oldenburgs sehr gut. Was mich sehr freut, ist, dass ich, glaube ich, auch von den Oldenburgern und Oldenburgerinnen sehr, sehr höflich und nett aufgenommen worden bin. Natürlich ist man gespannt, was macht der Neue, das ist aber völlig in Ordnung so. Mit der Spannung, die ist ja auch eine fruchtbare Spannung, nicht? Die beflügelt einen ja auch. Aber erstmal vom Tenor her sehr, sehr positiv und das freut mich auch, ja. Ist das nur Spannung oder ist das auch ein bisschen Erwartungshaltung? In den letzten Jahren ist das Haus halt, dann kam Deutschland, Radio, Kultur und sowas, haben immer die großen Ausstellungen begleitet. Ist das ein bisschen so, dass da jetzt irgendwie auch weiterhin jedes Jahr ein großer Wurf erwartet wird? Was haben Sie da für einen Eindruck? Also was sicherlich erwartet wird, ist, dass Ausstellungen laufen, die überregional wahrgenommen werden. Das ist auch mein eigener Anspruch natürlich, nicht? Also wobei ich aber auch stärker, ich sagte das gerade mit dem an Fisch jetzt mal als Beispiel festgemacht, ich möchte natürlich auch die Leute in der Region hier vorrangig erreichen und dass die auch Themen finden, die sie tatsächlich auch originär interessieren. Das ist so ein Thema wie Fisch, denke ich mal. Aber und gleichzeitig sollen die Ausstellungen aber natürlich auch eine Ausstellung haben, die auch die Leute interessiert, die meinetwegen in München und Stuttgart wohnen. Die Relevanz sollen die Ausstellungen schon haben. Ob man deswegen jetzt Deutschland Radio Kultur vergleichbare angehört kriegt, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall werden wir auch von Fall zu Fall uns an die Bundeskulturstiftung oder Kulturstiftung des Bundes, wie sie ja offiziell heißt, richten und auch dort um Stiftungsmittel nachfragen, also Sponsormittel nachfragen. Aber und dann ist ja schon oft die Brücke geschlagen zu überregionalen, auch Medien jetzt, wie Sie sie ansprechen. Also, aber da mache ich mir gar keinen Druck raus, sondern ich denke mal, von Anfang an die auch schon so zu konzipieren, dass sie auch eine Strahlkraft haben und dann nachher muss man sehen, wen sie denn wirklich ansprechen, welche Medien kommen und natürlich auch welche Besucher. Aber ich gucke auch ganz gezielt natürlich auf die Besucher der Region. Die darf man bei allem nach außen gucken, um Gottes Willen nicht vernachlässigen, weil das ist nun mal das Museum der Weser-Ems-Region und ich finde das fantastisch, wenn die Leute aus der Region auch wirklich kommen. Und man darf davon ausgehen, dass die Besucher aus Stuttgart und München Nachholbedarf in Sachen Fisch haben. Vielen Dank, Herr Dr. Becker. Ja, danke Ihnen. Das war's für dieses Mal mit Geschichte im Nordwesten. Wir sehen uns wieder am 9. Januar, wenn Sie mögen. Ich darf Ihnen schon jetzt schöne Feiertage wünschen und kommen Sie gut ins neue Jahr. Tschüss.